Ich mache dann alles fertig und sende Ihnen dann noch die Karte zu. Ja, sicher. Könnte aber etwas dauern. Bin beruflich unterwegs. Nähe ist einfach, weil Sie die Sparkasse immer erreichen können. Von zu Hause, mobil und in der Filiale. Ist das für dich? Die Super Sommer Werbewochen beim Elsterwelle Fernsehen. 2:1 heißt es im August. 2 Wochen lang werben und nur eine bezahlen. Sind Sie jetzt neugierig geworden? Dann rufen Sie doch einfach an. 03571 42540. Hoyerswerda 42540. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Hallo und herzlich willkommen zu Ihren Nachrichten des Tages in der Drehscheibe Lausitz. Bunt, musikalisch, humorvoll, akrobatisch und sehr gut besucht, so präsentierte sich der Hoyerswerda Altstadtmarkt am Sonntag, Thomas Balko berichtet. Zum inzwischen 9. Mal hatte die Kulturfabrik in Hoyerswerda am vergangenen Sonntag zu einem internationalen Straßentheaterfest eingeladen. Und so ging es rund um den sonst eher beschaulichen Marktplatz für 4 Stunden bunt und vor allem sehr humorvoll zu. Musiker, Artisten und Straßenkünstler aus ganz Deutschland, aber auch unter anderem aus Frankreich, Brasilien und Belgien, sorgten bei bestem Wetter für einen unterhaltsamen Nachmittag. Dank zahlreicher privater Sponsoren und der Unterstützung durch das City Management war der Eintritt zum Fest wieder frei. Für alle, die nicht dabei sein konnten, aber es gern gewesen wären, haben wir ein paar Impressionen mit der Kamera eingefangen. Kumo Ito, Wolke von Faden, gebraucht in einem Nottheater, ausschließlich japanischer Objekt, gebraucht in einem Nottheater, um der schlechte Geister zu fangen und die ehebrecherischen Frauen. Ein professioneller Kumo Ito kann bis zu 30 Euro kosten. Und man braucht schon 10 Kumo Ito, um eine Ehebrecherin zu fangen. Das wäre eine Arbeit, oder? Ich meine nicht, eine Ehebrecherin zu fangen, sondern einen Kumo Ito zu machen. Funktioniert nicht, oder? Doch, doch. Das ist typisch japanisch. Viel Zeit, viel Geduld. Für so eine kurze Wirkung. Viel Zeit, viel Geduld.
Jetzt gibt's bei uns erste Nachrichten kurz und knapp zusammengefasst. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen auf der B97 zwischen Bröten und dem Auerhahn, also dem Abzweig nach Schwarzkolm, gekommen. Kurz nach 6 Uhr war ein Transporter nach links von der Fahrspur abgekommen und frontal in einen LKW gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporterfahrer, der nicht angeschnallt war, aus dem Wagen geschleudert. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Sattelzugfahrer blieb unverletzt, allerdings war durch das Ausweichmanöver der mit Kies beladene Auflieger ins Schlingern geraten und hatte sich quergestellt. Aufgrund des Unfalls und der Beräumung musste die B97 bis in die Nachmittagsstunden voll gesperrt werden. Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch in Hoyerswerda. Am Abend bzw. in der Nacht zum Sonntag waren Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Humboldtstraße, also Heckert-Siedlung, eingedrungen und hatten einen Fernseher, eine Playstation sowie 3 goldene Armbanduhren, ein Handy und Bargeld im 5-stelligen Betrag gestohlen. Die Polizei vermutet, dass die Diebe mit einem Transporter vorgefahren sind. Hinweise zum Tathergang werden telefonisch im Hoyerswerda Revier unter 03571 4650 entgegengenommen. Ebenfalls Zeugen werden für einen Einbruch am Sonntag in einer Bernsdorfer Wohnung am Neuen Markt gesucht. Während die 78-jährige Mieterin schlief, wurden ihr die Handtasche mitsamt Portemonnaie, IC-Karte, persönlichen Dokumenten sowie einem 3-stelligen Bargeldbetrag gestohlen. Die Seniorin hatte in der Nacht Geräusche vernommen, diese aber nicht mit einem Einbruch in Verbindung gebracht. Zu den Tätern liegen daher keine Angaben vor. Auch hier werden die Hinweise im Hoyerswerda Revier unter 03571 4650 entgegengenommen. Die Polizei in Hoyerswerda hat am Samstag offenbar einen Fahrraddieb erwischt. Nach einer Verlustanzeige auf dem Lausitzer Platz hatten Beamte einen 26-Jährigen auf der Einsteinstraße kontrolliert. Der junge Mann war mit 2 hochwertigen Fahrrädern unterwegs. Ein rotes Mountainbike der Marke Bulls war offensichtlich nicht sein rechtmäßiges Eigentum. Die Rahmennummern des Mountainbikes waren herausgeschliffen worden. Das Rad wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein 18-Jähriger muss sich jetzt unter anderem wegen Unfallflucht und Fahrens ohne Führerschein verantworten. Der junge Mann hat am späten Abend mit einem Polo in der Nähe des Einkaufsmarktes in der Bischofswerda-Thälmannstraße eine Scheibe der Sparkasse beschädigt. Danach war er mit dem Auto geflüchtet. Die Polizei konnte ihn aber durch Zeugen stellen. Der Polo hatte keine Kennzeichen und war nicht versichert. Am frühen Sonntagmorgen wurde derselbe junge Mann in Schmölln von der Polizei erwischt. Diesmal war er mit einem anderen Polo unterwegs. Auch der hatte keine Kennzeichen, war nicht versichert und diesmal offenbar gestohlen. Mit weiteren Meldungen vom Tage sind wir gleich für Sie zurück. Bleiben Sie also dran. In Sachsens Fischereibetrieben sind im vergangenen Jahr rund 2500 Tonnen Speisefisch produziert worden. 8% mehr als 2015, so das Statistische Landesamt in Kamenz. Im Deutschlandvergleich liegt der Freistaat damit auf Platz 3. Mehr als 3/4 der in Sachsen produzierten Speisefische sind Karpfen. An zweiter Stelle liegt überraschenderweise der afrikanische Wels, gefolgt von der Regenbogenforelle. Es folgen weitere Nachrichten aus unserer Region.
Mit einer Vorher-Nachher-Bildaktion will die Hoyerswerda Wohnungsgesellschaft auf die Veränderung in der Stadt hinweisen. Motive aus früheren Jahrzehnten werden daher, wie hier am Bahnhofsvorplatz, nachgestellt. Wo früher ein Imbiss im tristen Grau der Gebäude stand, übernahm ein Eiswagen am Montag den Platz. Um mit den Anwohnern und Gästen ins Gespräch zu kommen, hatte die WGH auf eine Kugel Erfrischendes gleich mit eingeladen. Die gemachten Fotos werden übrigens im Lausitz-Center sowie an der Lausitz-Halle gezeigt. In der Lausitz ist jetzt eine Online-Petition zur Begrenzung der Wolfspopulation gestartet worden. Die Initiatoren fordern einen Stopp der unbegrenzten Ausbreitung. Das europäische Gesetz zum Schutz des Wolfes als bedrohtes Tier könne für die Lausitzer Region nicht mehr undifferenziert angewendet werden. Eine Bestandsreduktion, wie sie in Schweden, Norwegen, Finnland oder der Slowakei praktiziert wird, müsse möglich sein. 12.000 Unterschriften braucht es, damit sich der Landtag mit dem Thema befasst. 2 Monate dafür sind noch Zeit. Einen Link zur Petition gibt es auf unserer Homepage elsterwelle.de. Zum Bischofswerda Stadtfest wird es auch einen Tag der offenen Hinterhöfe geben. Dazu soll die Bautzner Straße belebt und historisch anschaulich gemacht werden. Erste Vorstellungen dazu gehen in eine Art Mittelaltermarkt. Dazu werden natürlich noch Händler oder Aktionsstände gesucht. Das entsprechende Outfit würde durch das Organisationsteam kostenlos gestellt. Das Spektakel soll am Samstag, den 9. September, nach dem Festumzug ab 18 Uhr starten. Sonntag ist das Fest von 10 bis 18 Uhr angesetzt. Wer mitmachen möchte, kann sich direkt im Kleiderfundus in der Bautzner Straße 13 oder via Mail unter kleiderfundus@gmail.com melden. Im Juli findet keine Sprechstunde der Ausländerbeauftragten des Landkreises Bautzen statt. Erst ab dem 10. August ist sie wieder regulär zu erreichen, heißt es aus dem Landratsamt. Die Sprechstunde findet in Bautzen immer donnerstags von 10 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung statt. In Kamenz wird es künftig keine Sprechstunde mehr geben. Grund dafür ist das zu geringe Interesse. Wer schon immer einmal wissen wollte, was Staatsgäste in Sachsens Gästebuch der Staatskanzlei hinterlassen, kann dies ab sofort online tun. Die bis dato 86 Einträge wurden digitalisiert und ins Netz gestellt. Der erste Eintrag stammt vom Bundespräsidenten AD Richard von Weizsäcker aus dem Jahr 1991. In den Folgejahren trugen sich unter anderem der ehemalige amerikanische Präsident Barack Obama, Königin Elisabeth II., König Wilhelm Alexander und Königin Maxima der Niederlande in das Buch ein. Neben den Unterschriften können sich die Nutzer aber auch durch einige Bilder von den Staatsbesuchen und Arbeitsbesuche klicken. In das Gästebuch des Freistaates dürfen sich nur Staatsoberhäupter, Regierungschefs und gekrönte Häupter eintragen. Den Link dazu gibt es auch auf unserer Homepage. Auf unserer Entdeckertour in der Lausitz machen wir heute Station im Elsterheider Ortsteil Bergen. Hier steht eine mehr als 300 Jahre alte Schrotholzscheune. Ihr Foto im Elsterwelle Fernsehen. Das geht ganz einfach. Eine Aufnahme, die Sie mit anderen teilen wollen, können Sie uns einfach als Wetterbild des Tages mit einer kurzen Beschreibung via E-Mail an info@elsterwelle.de zusenden. Die Standardauflösung gängiger Fotoapparate reicht. Bei Handyaufnahmen bitte die HD-Qualität wählen. Und damit Sie den Fernseher nicht drehen müssen, bitte aufs Querformat achten. Wir freuen uns auf Ihre Zusendung. Liebe Zuschauer, auf unserer Entdeckungstour durch die Lausitz machen wir heute in Bergen Station. Hier ist die Schrotholzscheune, ein kleines Museum mit wirklich allem Wissenswerten rund um das bäuerliche und sorbische Brauchtum.
Die Schrotholzscheune in Bergen ist ein Kleinod, was die sorbisch-bäuerlichen Traditionen in der Lausitz rund um Hoyerswerda betrifft. Jahrhundertelang war die Region landwirtschaftlich geprägt, bevor die Kohleindustrie Einzug hielt. Eine eigene Kultur mit ihren Bräuchen und Geschichten, die man hier erleben kann. Ein Beispiel ist die Vogelhochzeit. Sie wird auch heute noch gefeiert. Allerdings ist die ursprüngliche Geschichte eher mit einem Trinkgelage als den heute zelebrierten Dankeschön zu vergleichen. In den 50er Jahren gab es dann die Bestrebung, aus diesem alten Vogelhochzeitslied, was noch viel älter als 100 Jahre dann zurücklag, neue Lieder zu schreiben. Kinderfreundliche. Und die Vogelhochzeit, die ich in einem alten Buch aufgestöbert habe, aufgeschrieben im Jahre 1848 von Jan Arnosch Smoller, von dem damaligen Pfarrer und Sagensammler oder Forscher aus Loser, der hat dieses Lied in der kompletten Ganzheit, sag ich mal, aufgeschrieben mit über 40 Strophen oder mehr, oder besser über 40 Vögel, die enthalten sind. Und die Geschichte war einfach witzig. Die ist im Inhalt ganz anders, wie wir es von der Deutschen kennen. Und ich denke mal, die ist so inhaltsreich, die sollte man sich mal anschauen. Und ich will sie einfach ein Stück weit neugierig machen. Die Scheune selbst ist mehr als 300 Jahre alt, erbaut 1768 aus Schrotholz. Das bedeutet aus ganzen Baumstämmen, die lediglich mit einem speziellen Werkzeug in die viereckige Form gebracht wurden. Ende des 19. Jahrhunderts wurde das komplette Gebäude versetzt, um Platz für damals moderne Technik im Hof zu schaffen. Bis etwa 1980 ist die Scheune noch landwirtschaftlich genutzt worden. Danach war sie mehr oder minder dem Verfall preisgegeben. In den Jahren hat sich auch das Dach immer mehr geöffnet, das Strohdach hat, jeder Sturm hat ein Stück Strohdach mit weggezerrt und es war über kurz oder lang nicht mehr so eine schöne Blüte gewesen. In 97, 98 ging es dann los, da hat sich der Denkmalschutz auch intensiver damit befasst und sie wurde in die Denkmalsliste mit aufgenommen und wir standen vor der Alternative, entweder erhalten oder in Schönheit vergehen lassen. Und wir haben uns für den Erhalt entschieden und hatten auch das große Glück, Fördermittel zu bekommen und die Scheune, so war der Werdegang, ist dann peu à peu abgetragen worden. Das heißt, die Scheune ist auf dem ganzen Hinterhof in ordentlichen Stapeln abgestapelt worden. Wochenlang war hier nichts, die Scheune war weg und die ist neu zusammengefügt worden. Neu, es ist logischerweise jetzt nicht mehr Balken 2 auf Balken 1, ging ja in dem Moment nicht mehr, aber soweit wie es ging, ist altes Material wiederverwendet worden. Wer sich des Öfteren im Spreewald aufhält, kommt beim Anblick der Scheune sicherlich auf den Gedanken, dass hier Anlehnung genommen wurde. Aber nein. Dieses Haus ist mit Ried gedeckt worden, so wie es auch im Spreewald üblich ist. Aber wir standen damals vor der Alternative, entweder dem strohalten oder dem strohgedeckten Dach eine ähnliche Dachhaut zu verschaffen. Und das war nun mal das Ried. Oder wir nehmen Dachziegel. Aber Dachziegel haben auf diesen alten Schrotholzscheunen nie was zu suchen gehabt. Also haben wir uns doch lieber für die Rieddacheindeckung entschieden. Und das wurde vorn praktisch dieser Dachreiter mit einem Symbol versehen, was weder Schlangenköpfe noch Pferdeköpfe bedeutet, weil das gern so interpretiert wird, ist aber nicht. Weil dahinter sich wiederum ein Storchennest befunden hat, was im Jahre 1999, als die Dachdeckerarbeiten losgingen, befestigt worden ist. Nur leider hat sich dann nicht wieder, wie es so bis in fast 1970 üblich war, ein Storch eingefunden, sondern er ist einfach weggeblieben. Hier war nicht genug Futter da und er ist lediglich mal klappern gekommen oben auf dem Nest. Und als dann das Dach festgeklopft wurde nach über 10 Jahren, wurde das Nest dann einfach auch wieder mit runtergenommen. Nun aber endlich zum Inneren des Hauses. Ein Großteil der Ausstellung ist natürlich den Trachten und Ereignissen im sorbischen Leben gewidmet. Was dabei nicht fehlen darf, ist das Osterei.
Ostereier werden über das ganze Jahr immer zu sehen sein, weil wenn ich Reisebusse bekomme, gerade auch aus alten Bundesländern, man fragt immer nach dem sorbischen Osterei, weil viele verbinden die Sorben auch sowieso mit den sorbischen Eiern. Aber das Osterei ist Bestandteil des Jahresbrauchtums geworden. Wer auf Ostereiermärkte geht, der wird nicht nur Karfreitag bis Ostersonntag Ostereier malen. Geht nicht. Man fängt da vielleicht schon im Januar, manche vielleicht auch gleich nach Weihnachten an. Und das, weil das einfach was Schönes anzusehen ist, ist einfach auch das beliebteste sorbische Ostersouvenir zum Verschenken überhaupt, hat es einfach auch Platz in den Vitrinen. Ist so und bleibt so. Früher war die sorbische Bevölkerung ja sozusagen Selbstversorger. Die Dörfer waren Kleinstädte selten und meist schlecht erreichbar. Also wurde alles selbst produziert, von den Lebensmitteln bis hin zur Kleidung. Wobei in unserer Region dabei natürlich der Lein und seine Verarbeitung im Mittelpunkt stand. Also die Webstühle in den bäuerlichen Haushalten, ich sage mal, die haben so viel Platz eingenommen, fast wie eine kleine Pkw-Parkstelle. Die haben Einzug bzw. Auszug gehalten ab den 60er Jahren. Als die LPGen gegründet worden sind, und da waren die Säcke, die man bis dahin als wichtigsten Bestandteil für die Landwirtschaft gewebt hat, die haben dann nicht mehr so diese übergeordnete Rolle gespielt. Man hat es ja dann schon praktisch kaufen können. Aus Jute und ähnlichen Materialien. Aber auf alle Fälle, handgefertigtes Lein hat ja immer für die Trachtenherstellung, für Bett- und Tischwäsche, für, wie gesagt, für die Landwirtschaft eine ganz große Rolle gespielt. Und man hat den Leinen, man hat es ja alles vor der Haustür, man hat das alles selbst angebaut, man hat es geerntet, man hat es dann weiterverarbeitet. Und in den letzten Jahren hat man schon eigentlich auch den Bahnweg bzw. die Eisenbahn genutzt, und man ist dann mit seinem fertigen Lein nach Großpostwitz oder in andere Regionen gefahren und hat färben lassen. Und in jedem Falle war Leinen hier ganz wichtig. Jeder bäuerliche Haushalt hatte einen Webstuhl. Die bunten Streifen an den Säcken natürlich einfach zu erklären, ähnlich der Schottenröcke, hatte jede Familie ihr eigenes Muster. In Bergen gibt es übrigens noch eine besondere Geschichte der sorbischen Sagenwelt, denn hier waren einst die Ludgis zu Hause. Also, immer wenn ich Touristen bekomme, ist unser erster Weg, dass wir praktisch hinter die Scheune gehen. Und hinter der Scheune, ein Steinwurf über einen Gartenzaun, kann man sagen, entfernt ist dieser Ludgiberg. Schlagen wir das alte Sagenbuch auf, fängt die Sage an mit den Worten Vehora Jewilka Horka. Heißt übersetzt, in Bergen ist es ein großes Hügelchen. Und dieser Hügel war belebt oder bewohnt mit den Ludgis. Die Ludgis hatten dort ihren Rückzugsort, und alles, was sie für ihren Hausrat brauchten, haben sie in doppelter Verneinung bei den Leuten, die unten am Fuße des Berges wohnten, erbeten. Sie sind dann immer zu dieser kleinen Wirtschaft hingelaufen und haben gesagt, wir wollen nicht haben euer Nicht-Backtrog. Kettet euer Nicht-Beller nicht an, weil wir nicht Angst haben vor Nichthunden. Wir wollen nicht eure Nicht-Brotschiebe. Und dafür gab es als Dankbarkeit immer ein kleines nicht schmackhaftes Nichtbrot. Und dieses kleine nicht schmackhafte Nichtbrot überreichen dann immer die Kinder des Dorfes, manchmal aus der Nachbarschaft, wenn Touristen bzw. Besucher da sind, oder aber es ist eine gute Zusammenarbeit mit dem Kindergarten aus dem Vitae-Projekt, dass so 6 bis 7 Ludgis mit ihrer kleinen Tracht kommen und den Leuten dieses kleine, nicht schmackhafte Nichtbrot darreichen. Das kommt immer ganz gut an, und da sind die Leute immer ganz glücklich, wenn sie dann auch noch ihr kleines sorbisches Liedchen dazu singen. Und zum Schluss muss ich leider damit enden, dass die Ludgis für immer verschwunden sind, als im Zuge der Christianisierung sämtliche Kirchtürme Glocken bekommen haben. Dieses laute Bim-Bam, das war den Ludgis viel zu laut. Die Kirchturmglocken mussten wieder weg. Die sind auf dem Weg nach Hoyerswerda auf riesengroße Steine gestoßen und haben versucht, danach zu werfen. Dass das nicht gelungen ist, kann man sich vielleicht vorstellen. Die Ludgis sind aufgrund dessen, weil sie versucht haben, diesen Stein zu heben, auch für immer verschwunden. Die Schrotholzscheune in Bergen hat Mittwoch bis Freitag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet, kann aber eigentlich täglich besucht werden. Dann wird aber um eine telefonische Anmeldung unter 03571 42 68 08 gebeten. Wer möchte, kann den Besuch auch gleich mit einem geführten Dorfrundgang verbinden. Das Elsterwelle Kalenderblatt.
Am Nachmittag des 9. Juli 1593, als die meisten Einwohner bei der Heuernte waren, brach unweit der Badestuben in der Hoyerswerder Badegasse ein Feuer aus. Es war durch das Fischen Krebssieden für eine Hochzeit entstanden. Der Brand breitete sich schnell aus und erfasste die halbe Stadt. Ein plötzlich einsetzender Regen rettete die andere Stadthälfte. Der Wirt und die Köchin des Hochzeitshauses flohen. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Im Jugendclubhaus Ossi in der Hermannstraße in Hoyerswerda gibt es am Dienstag ein Talentefest. Der Familienvormittag beginnt bereits um 9.30 Uhr. Zum Rommi-Spielen lädt am Dienstag das Team vom Nachbarschaftshilfeverein um 13 Uhr in die Begegnungsstätte Grüner Hain in der Hofelandstraße in Hoyerswerda ein. Und ab 15 Uhr steht ein Spielenachmittag in der Begegnungsstätte Stell dich ein in der Einsteinstraße in Lauter im Programm. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda kann man am Dienstag unter anderem in der Zeit von 14 bis 18 Uhr seiner Kreativität in der Holzwerkstatt freien Lauf lassen. Von 16 bis 18 Uhr werden dann Freundschaftsbänder geknüpft. Sport und Fitness werden am Dienstagnachmittag im Jugendhaus Lauter großgeschrieben. Die Angebote können von 16 bis 18 Uhr genutzt werden. Und im Blow-Up-Kino der Kulturfabrik im Bürgerzentrum Braugasse 1 in Hoyerswerda läuft am Dienstag um 17 und um 20 Uhr die Komödie Zu guter Letzt. Soweit zu den Meldungen des Tages in der Drehscheibe Lausitz vom Montag. Morgen haben wir unter anderem unsere Servicezeit Garten im Programm. Wir hoffen, Sie sind auch morgen wieder mit von der Partie.